Hi, ich bin hier bei der Wacken Future Factory, die es dieses Jahr zum ersten Mal gibt. Ja, wir würden jetzt mal generell so ein bisschen zum Thema Nachhaltigkeit, Zukunftsthemen sprechen. Wollt ihr euch erstmal einmal kurz vorstellen und einmal kurz die Wacken Future Factory, was es generell ist? Gerne. Hallo, wir sind Maren und Inga. Wir sind hier die Projektleiter von der Wacken Future Factory, haben das zum ersten Mal ins Leben gerufen und wollen hier mit den Fans das Wacken weiterentwickeln und haben dafür diesen Bereich geschaffen, haben viele Workshops hier in dem Bereich, haben nachhaltige Partner wie Samova, Mediterran, einen Foodtruck und genau. Ja, ich bin Inga, ich bin als Beraterin, arbeite ich mit ICS zusammen schon die ganze Zeit, also das letzte Jahr, zu vielen Themen, die auch gesellschaftlich relevant sind, wie Nachhaltigkeit, Inklusion, Sicherheit, Digitalisierung, also alle Themen, die die Gesellschaft im Augenblick umtreiben. Und wir haben gelernt, dass wir viel mehr mit Kunden, mit Fans sprechen müssen, um einen besseren Einzug zu kriegen, was auch mit den Fans geht. Ihr habt ja jetzt auch einige Workshops gemacht. Könnt ihr mal so einen kurzen Einblick geben, was für Themen es da Workshops gab? Wir sind zum einen sind wir Touren gelaufen, also wir sind mit Fans durchs ganze Gelände gelaufen, haben die ganzen kritischen Punkte auch mal angeschaut. Wir sind beim Mädelmarkt vorbeigelaufen, wir sind durch den Wackinger, um zum Beispiel über nachhaltiges Essensangebot zu sprechen. Wir waren bei der Wacken Foundation und haben überall nachgefragt, was die von diesen Themen halten, was ihre Meinung dazu ist. Wir hatten hier Workshops, wir hatten einen Tag bei Professor Braungart hier, ganz, ganz bekannter Professor, der über Kreislaufwirtschaft spricht und der bekannt unter dem Begriff Cradle to Cradle, das heißt Produkte so zu designen, dass man ihr Ende mitdenkt. Also, dass ich, wenn ich einen Becher mir überlege, weiß, was wird aus dem, nachdem er kein Becher mehr ist. Und mehr so zu denken, was wird aus dem einen nach dem anderen? Ganz spannendes Thema, Vorreiter in dieser Denke. Der war hier und wir haben noch einen Experten zur Nachhaltigkeit auf Festivals hier. Wir hatten hier Take a Stand, das ist eine Vereinigung von Festivalveranstaltern, die sich zusammenschließen, um auch, ich sag mal, im politischen Bereich eine positive Haltung zu fördern. Ja, Vorne am Eingang sieht man auch eine Wall of Shame, die wurde heute aufgehängt. Könnt ihr dazu vielleicht noch mal ein, zwei Worte sagen? sehr gerne. Genau, wir haben einen Banner aufgehängt unter dem Titel Wall of Shame, da wir als Wacken Open Air einfach auch noch nicht perfekt sind, aber wir möchten einfach darauf hinweisen, wir haben viele kleine eingepackte Giveaways und das wollen wir eben nach und nach abschaffen und einfach da einen ersten Schritt in die richtige Richtung machen. Da können Fans gerne auch Artikel bringen, die sie finden, die werden wir dann aufhängen und dann einfach nach und nach versuchen, das alles abzuschaffen, um einfach diese ganzen kleinen Plastikartikel und so weiter zu vermeiden. Gibt es für die Zukunft schon erste Gedanken, die ihr jetzt an den Tagen gesammelt habt oder die euch schon vorschweben, aber die man in der Kürze der Zeit einfach noch nicht hinbekommen hat? Also wir haben schon viel angefangen, im Crew-Bereich nachhaltiger zu werden. Wir haben wir haben normales Geschirr, kein Plastikgeschirr. Bei den Foodständen wurde auch schon umgestellt auf nachhaltige Teller und Verpackungen, Strohhalme, solche kleinen Sachen wurden abgeschafft. Und in Zukunft wollen wir einfach versuchen, beim Besucher einfach auch ins Bewusstsein zu rufen, dass jeder einfach mit einem kleinen Schritt schon mal bei sich selber anfangen kann, auf dem Campingplatz Müll zu vermeiden und dass wir da einfach in Zukunft weniger nach dem Festival auf dem Platz haben. Das sind auch einfach große Gegenstände, die zurückbleiben, wie Sofas und Kühlschränke, die für uns halt einfach in der Beseitigung große Kosten verursachen. Und da würden wir dann einfach gerne appellieren, dass sowas nicht mehr zurückbleibt. Und da versuchen wir uns auch irgendeine Mechanik zu überlegen, wie man das einfach vermeiden kann. Der Worst Case ist ja so der Festivalbesucher, sage ich mal, der es zelebriert, 5 Tage lang im Müll zu leben. Habt ihr irgendwie Ideen, wie man den adäquat ansprechen kann, adressieren kann? Gibt es da erste Ideen irgendwie zu? Weil das stelle ich mir persönlich am Ja. schwierigsten vor.
Also wir werden einfach auch anfangen, jetzt, was wir aus den Workshops erarbeitet haben, das alles auszuwerten. Deshalb so einen konkreten Fahrplan haben wir tatsächlich jetzt noch nicht. Aber es gibt verschiedene Stellschrauben, viele Ideen, die die Fans selber auch gebracht haben. Und da müssen wir jetzt einfach mal gucken, was da die richtigen Schritte sind tatsächlich. Ja, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, es ist ja auch kein einfaches Thema. Man kann relativ leicht, indem man hier 10 Müllsammler in Anführungszeichen mehr rausschickt, ein sauberes Bild erzeugen. Aber es geht ja darum, dass es erst gar nicht entsteht. Weil ob der Müll nachher dasteht und von denen mitgenommen wird oder von den Veranstaltern mitgenommen wird, ändert im Grunde genommen ja nichts. Und das ist auch Thomas und Holger unglaublich wichtig. Die haben gesagt, wir wollen keine vordergründigen Lösungen. Wenn wir was machen, dann ist glaubwürdig, weil Rock'n'Roll ist glaubwürdig, Metal ist glaubwürdig. Ja, sehr cool. Neben Nachhaltigkeit gibt es ja aber auch noch andere Themen, die bei der Future Factory eine Rolle spielen, also generelle Zukunftsthemen. Digitalisierung war dabei, Inklusion meine ich, Sicherheit. Was gibt es da für erste Gedanken, die ihr schon mal sammeln konntet? Also ich habe mich gestern hier mit dem Inklusionsbeauftragten von ECS unterhalten, eben vor allem nach den Touren. Wir hatten bei den Touren, das geht jetzt gar nicht, Leute. Sorry. Kein Problem, ist authentisch. Wir hatten bei den Touren teilweise auch gehbehinderte Leute dabei, die uns nochmal eine andere Perspektive gegeben haben. Es ist ja immer ein Unterschied, ob jemand ein Inklusionsbeauftragter intern ist oder ob nochmal jemand von außen drauf guckt. Ja. Mit ihm haben wir nochmal auch dieses Feedback, das wir da bekommen haben, nochmal ausgetauscht zum Thema Digitalisierung. War es auch so, dass unser Experte hier auch über den Platz gegangen ist. Also er hat sich zum einen mit Leuten hier am Stammtisch unterhalten, aber ist auch selber über den Platz gegangen. Auch ein externer Berater, der eben sagt, ich gucke mal mit einem Blick drauf, den man selber von innen vielleicht gar nicht mehr hat. Und diese Ergebnisse werden wir im Nachhinein oder diese Beobachtungen werden wir im Nachhinein eben auswerten und dann in den nächsten Wochen daraus auch Konzepte entwickeln. Wie kann man denn Teil von der Future Factory werden? Also wie geht es weiter? Wie ist es angedacht? Ich meine, hier kann man zu den Workshops gehen, das ist klar. Man kann sich hier Vorträge angucken, man kann generell sich hier in der Area mit den Ausstellern unterhalten. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, Teil dessen zu werden, als Fan, als Experte, was auch immer, auch außerhalb der Festivalsaison oder des Festivals an sich? Ja, also wir würden auch planen, dass wir weiterhin Workshops mit den Fans machen. Wir wollen einfach das Wacken Open Air mit den Fans zusammen weiterentwickeln. Und da ist einfach in der Planung, dass wir auch dann solche Workshops anbieten. In welchem Rahmen steht noch nicht ganz fest, aber da sind wir auf jeden Fall offen, dass wir das weiterführen. Und werden das dann auch auf den Social Media Kanälen dann soweit veröffentlichen, wenn es da genaue Pläne gibt. Aber da ist jeder dann herzlich eingeladen, mit uns das Wacken weiterzuentwickeln. Und generell in der Planung, wir werden das auf jeden Fall auch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich im nächsten Jahr fortführen und den Bereich einfach ausbauen mit den Erkenntnissen, die wir jetzt haben. Workshops vielleicht eher zu Zeiten legen, wo wir jetzt nicht mit dem Hauptheadliner konkurrieren. Wir werden weitere nachhaltigen Partner hier noch in die Area stellen, die nachhaltige Produkte anbieten, eben diese Cradle-to-Cradle-Produkte, irgendwie erneuerbare Energien, alles, was zu dem Bereich passt, dass wir den Bereich einfach noch ein bisschen weiter ausbauen. Cool. Ja, dann bedanke ich mich herzlich bei euch beiden. Ich finde die Idee klasse und wünsche euch viel Erfolg damit. Das freut uns sehr. Danke. Vielen Dank.